Und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, beim letzten Mal sind wir ein bisschen durchs große eingeborene Dorf geschritten. Und die Sache mit der guten Axt, dass ich ihn nicht gefunden habe, die lässt mir keine Ruhe. Und deswegen werden wir einfach mal dorthin gehen, aber erst nachdem wir mal schlafen gegangen sind. So, ich will Sonnenaufgang und Sonnenaufgang. Sehr schön, sehr schön. Erstmal equippen hier. So, fette Axt. Und dann machen wir uns doch gleich mal wieder auf zum eingeborenen Dorf, oder? Ja, das ist die Planung, wobei ich dann doch gerne warten würde, bis es ein bisschen heller ist. Das kann ich in der Zeit machen. In der Zeit kann ich einen Stein werfen. So, hier da hinten rüber. Platsch. Platsch noch nicht mal. Passiert gar nichts. Und ja, bisher hatten wir hier auch irgendwie keinen Besuch. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass sie zumindest noch mal irgendwie vorbeischauen. Und warte mal. Der hat den abgeschlagenen Baum gespeichert. Haben sie es mittlerweile echt hingekriegt? Das ist sehr krass. Der hätte ich ja nicht mehr mitgerechnet. Also irgendwann schon, nur dass das jetzt so zeitnah passiert. Das ist doch erfreulich. Draußen hört man die Brummis fahren. Es ist gerade 5 Uhr morgens. Ich bin aus unerfindlichen Gründen wach geworden und dachte mir, ach, dann kannst du ja auch aufnehmen, wenn du schon mal wach bist. Ich muss mal eben ein bisschen lauter machen. Ich höre hier überhaupt nichts. So. So. Jetzt höre ich schon mal wieder. Ja, wir gehen einfach mal wieder zurück zum eingeborenen Dorf. Und schauen, was uns dort erwartet. Denn ich habe mir eine Map ange... Ja, ich mache ja schon. So. Nervt, wenn das unten links am Blinken ist. Ja, ich habe mir eine Map angeschaut, auf der eine Waffe verzeichnet ist. Und ich hoffe einfach mal, die Waffe, die dort angegeben ist, ist auch die, die wir suchen. Sprich, die gute Axt. Oh, die gute alte Axt, ne? So, immer wieder in Verteidigungsposition hier rumlaufen. Man will ja keine bösen Überraschungen erleben. Man weiß ja nie, wo die Eingeborenen sich wieder rumtreiben. Und im eingeborenen Dorf selbst war ich eigentlich, glaube ich, schon mal gar nicht so schlecht aufgehoben. Das passte schon. Nur war ich in der falschen Ecke. Deshalb gehen wir jetzt erstmal in die richtige Ecke. Und schauen, ob wir dort die Axt finden. Wenn ich sie gefunden habe, dann verdünnisiere ich mich ganz schnell und gehe wieder zurück zur anderen Base. Damit wir die auch mal wieder ein bisschen ausbauen. Wir waren jetzt ein paar Folgen hier unterwegs. Das reicht dann auch fürs Erste. Keine Sorge, irgendwann gehe ich noch in die Höhle, aber damit lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Man muss sich ja erstmal alles ein bisschen reinfinden und gucken, wie das alles genau vonstatten geht hier. Ah, die Vögel, schön. Die Sonne scheint, die Vögel vögeln. Alles ist in Ordnung. Wow, und es leckt, das ist nicht so schön. So, und angeblich ist die Axt hinter dem Baum zwischen den beiden Häuschen. 1, 2, 3. Diesmal sind auch Eingeborene zu Hause. Das ist ja dann doch eher die Ausnahme. Ich weiß auch nicht, inwiefern wir uns jetzt da durchschleichen können, ob wir angreifen sollen. Ich bin ja schon fast geneigt, bei solchen Sachen immer die Flare Gun zu benutzen, aber ich halte mich mal ein bisschen damit zurück. Weil es ist ja nicht Sinn des Spiels, den Bug auszunutzen und ständig mit der Flairgun rumzuschießen. Moinsen, Digga! Was geht? Ih, ein Fackelläufer. Also angeblich sollen die mit dem letzten Patch auch die Performance angehoben haben. Davon merke ich jetzt aber gerade überhaupt nichts. Kaputt. Und der Fackelläufer ist mir persönlich dann doch ein bisschen zu heavy, weil wir haben gesehen, was beim letzten Mal passiert ist. Von daher knapp daneben. Hä? Sofort tot. Interessant. Ist er denn tot? Offensichtlich.
Gut, nehmen wir mal so hin. Nehmen wir einfach mal so hin. So. Ja, und im Gegensatz zu zu vielen anderen Leuten, die das Problem haben, dass der Spielstand nicht vernünftig gespeichert wird, habe ich das Problem nicht. Das finde ich sehr erfreulich. Ich finde es natürlich schade für die anderen. Ich weiß aber auch überhaupt nicht, woran es liegen könnte. Ich habe wohl einfach Glück gehabt. Bei mir läuft es ohne Probleme. Und wir schauen uns mal um. Erheben die Axt für den Fall, dass uns wer auf den Sack geht. Wie die da zum Beispiel. Oh, oh. Oh. So, irgendwo hier hinten soll die Axt sein. Ich weiß noch nicht wo. Scheiße, jetzt habe ich den Typ aus den Augen verloren. Das gibt's ja nicht. Wo ist der andere Typ? Doof. Ach, da sind sie. Ach, hey. Mist, sie haben uns gesehen. Und sind zu blöd zum Rennen. Ich gehe mal auf den Berg da hoch. Ach, und so eine Olle ist auch wieder dabei. Ja, das ist ja schön. Die eine rennt dahin. Wow! Alter! Ich verstehe euer Problem. Ja, doch. Ich kann euch gut nachfühlen. Ja, doch. Alter, wegen so einer Scheiße will ich hier jetzt nicht sterben. Was soll denn das? Ist ja eklig. Aber irgendwie hat man kein Problem, solange man hier blockend rumläuft. Von daher gehe ich jetzt einfach mal gucken. Lass mir gelegentlich mal auf den Kopf hauen, aber ist mir relativ wurscht. So, zwischen den letzten beiden Häusern soll eine. Ist halt immer noch da. Ach, mittlerweile sind es fünf. Ach, ist ja schön. Ja, schön. Und dann geht das mittlerweile. Ich habe ja die Hand wieder so komisch. Nee, das geht nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte diesen komischen Axt macht Damage-Trick benutzen. Ach, Kinders, ich schaue mich doch nur ein bisschen um. Lass mich doch mal in Frieden hier. So. Irgendwo hier hinten. Habt ihr eine Axt gesehen, zufällig? Das ist ja nicht gerade hilfreich. Das ist ja schön. Ist ja wieder toll, da freut man sich ja. Wenn man nur was freundlich nachfragen, was ist, keine Sau antwortet einem. Hier ist ein Stein. Und hier ist, glaube ich, ein toter Baum. Oder? Nee, der ist nicht tot. Ja, ist ja gut. Ich bin ja auch gleich schon wieder weg. Ich schaue ja nur. Irgendwo hier hinten. Oh, was leckt denn das gerade wieder so? Das ist ja unglaublich. Was haben wir da? Geld. Ihr macht das schon, ne? Ja. Lasst euch von mir nicht stören. Ich gucke mich nur noch um. Ich glaube, das Spiel kommt nicht damit klar, dass hier gerade fünf Eingeborene rumlaufen. Und deswegen leckt es. Ja, ist ja gut jetzt. Mein Gott. Jetzt greifen sie sogar schon im Wechsel an. Haben sie dazugelernt oder ist das Zufall? So, ich werde mal eben hier hinrennen. Ach, hier sind deren komische Dinger. Okay. Ich überlege ja gerade.
Sind sie auf Bäume geklettert oder was? Naja. Dann ist mir das auch wurscht, dann gehe ich auch wieder zurück. Mann, ey! Geh, hau ab! Jetzt! Ich will nur mal nach einer Axt gucken, mehr will ich doch gar nicht. Und mein Mittelfinger tut gerade weh, weil er die ganze Zeit auf der rechten Maustaste ist. Hier? Hier ist es genau hinterm Baum. Schau einfach mal noch mal in dem Zelt nach. Da muss ich mich noch mal besser informieren. Das kann ja nicht sein. Stein. Ach, jetzt haben sie mich wieder entdeckt. Ach, ist das schön. Ja. Hat die mich jetzt echt mal kurz aus den Augen verloren? Das ist ja interessant. Das sind ja super Eingeborene. Ach komm, wisst ihr was? So. Ruhe. Hauptsache, die Olle von denen rennt noch rum. Ist auch interessant. Und die, ja, die stehen da halt. Was soll's? Und ich frage mich, ob man sich wirklich irgendwann später im Spiel Krankheiten zuziehen kann, weil dieses Covered in Blood, das immer, das taucht ja immer wieder auf. Ich geh mal weg. Okay, die ist jetzt auch hinüber. Ist hier denn noch so ein Kollege? Ich habe doch noch eben hier einen gesehen. Wo ist er denn hin? Das ist ja sie. Das ist der von eben. Okay. Dam, 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 dam. Mal eben so da reinhauen. Alles klar, weiter geht's. Wo ist diese dämliche Axt? Vielleicht in einem Koffer drin? Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ne, hier haben wir Kloß. Und Sprit und Kloß. So, ich guck nochmal. So. Die Map hat gesagt, in der Richtung. Wo genau leider auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die in irgendeinem Typen steckt. In dem zumindest schon mal nicht. Oder ob die einfach irgendwo rumliegt. Ach, jetzt regnet es auch noch. Natürlich. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug. Ein Baum wird es ja nicht sein. Hier haben wir auch nur Geld. Und einen blöden Ast, aber sonst. Geld. Ich könnte ja natürlich mal eben auf meinem Smartphone nachgucken, aber. Na gut, ich sag mal, das, ja, das könnte man machen. Ich laufe hier noch immer rum, gucke ein bisschen, ob hier nicht wer Neues vorbeischaut. Aber nebenbei suche ich mal eben nach einer Map. So, THE. Hat es, glaube ich, auch bisher noch nicht so gegeben, dass man einfach im Let's Play nachschaut. The Forest. Ne, nicht The Forest. The Forest. Macht man das eh noch mal so? Forest. Und. Map.
Mein Handy ist mitunter mal ein bisschen lahm. So, mein Smartphone. Wie es heißt. So, das sucht. Ist ja bei WLAN. Kann nicht lange dauern. Und da ist die schöne Musik wieder. Yay. Ich dachte, ich hätte gerade wen gehört. So, da haben wir eine Map. Bin wieder im Verteidigungsmodus, während das hier lädt. Schaue ich doch mal eben nach. Originalgröße. Google macht's möglich. So, ich zoome mal ran. Ja, eindeutig. Hinterm Baum. In der Richtung. Ich scanne gerade mal mit meinen Augen die Umgebung, aber ich sehe hier beim besten Willen überhaupt nichts. Oder haben sie das Ding wieder rausgenommen? Vorerst. Das kann natürlich auch sein, aber das finde ich ein bisschen schade so. Direkt am Baum ist es ja nicht. Aber hier ist noch eine andere Waffe angegeben, aber ich denke mal, es wird nur ein Speer sein. Der soll direkt an dem Teich sein, ja. Das ist ja auch richtig. Da sind... Ach! Kicke mal. Kinas! Ich mache gerade Tourismus und so. Was soll denn das? Hier denn eine Flare? Wir kommen der Sache ja schon mal näher, aber ne. Aber deswegen, liebe Kinder, ist das immer gut, mit angehobener Axt herumzurennen. Zumindest hier im Spiel, nicht im echten Leben. Da um Gottes Willen renne ich mit der Axt rum. Was haben wir da? Spinne! Jetzt habe ich einen blöden Stein in der Hand. So. Soda? Soda Club? Nee. Das war eindeutig richtig. Ich muss mal eben wieder auf meinen Timer umstellen. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Wo ist die gute Axt? Fräulein, wissen Sie vielleicht Bescheid? Offenbar nicht. Das ist auch nur Geld. Wenn wir mal eben so einen Snickers reinpfeifen. So. Einfach dann so für den Weg nach Hause, dass wir was im Magen haben. Ja. Finde ich jetzt dann doch ziemlich doof. Also wenn sie die wirklich rausgenommen haben. Schade, ich frage mich warum. Oder die haben die mittlerweile verlegt. Das kann auch sein, dass die Map einfach veraltet ist, die ich mir angeschaut habe. Ja, außer, ja, mehr kann man hier jetzt eigentlich nicht gerade beim Dorf machen. Deswegen würde ich sagen, ab nach Haus. Was ist das denn? Ach, Matsche. Ja, klar. Wir covern uns in Matsche und dann gehen wir mal nach Hause. Ja, die 300 Tanke stehen hier immer noch rum. Kann uns aber herzlich egal sein. So, hier ist der ein Totenkopf. Hier sind noch eine Heilpflanze. Dürften wir ja auch gleich wieder ankommen. Ach, wir waren ja bei dem ersten Rundgang gar nicht mal so falsch hier in der Gegend. Sieh mal an. Dann gehe ich am besten wieder über den Berg rüber. Obwohl. Da, wir haben ja eh keine. Wir haben doch keine natürlichen Feinde hier. Wer behauptet denn sowas?
Und hier bauen die stelle ich so ein neues Zeugs hin. Da oben leuchtet wieder der Baum. Ich frage mich einmal, ob das was zu bedeuten hat. Ich bezweifle es ja eigentlich. Nee. Offenbar nicht. Ich missdeute Geräusche von draußen jetzt für dieses komische eingeborenen Dorf Musikdingens. Deswegen kriege ich immer jedes Mal, wenn ein LKW draußen vorbeifährt, ein Herzkasper hier. Gut, dann wollen wir mal zurück zur Base gehen. Drop the base. Ja, ich weiß. Ja, die Höhle machen wir noch. Die machen wir noch. Ich sag nur noch nicht wann. Medis schweben in der Luft. Hopp. Sind dann nach dem Laden wenigstens unsere Effigies noch da? Das wäre mir ein Anliegen. Tote Eingeborene stehen nicht mehr am Waldrand. Dafür liegen hier Seesterne rum. Und Kanickel. Na gut. Ah, Heimat. Schön. Ich mache hier gerade noch alle Lichter an und dann war es das für den heutigen Part. Beim nächsten Mal fangen wir an, unseren Wald zu bauen. So, den noch an. Den auch noch an. So, wir haben auch direkt Fische vor der Haustür. Ist doch schön. Ach, da kommen sie ja direkt wieder, die Herrschaften. Gut, aber da es jetzt ein Pausenmenü gibt, wird uns das erst im nächsten Part interessieren. So. Sofern das Pausenmenü vernünftig läuft. Deswegen mache ich schnell und sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.